Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir haben hier es mit einem Mandat zu tun, bestehend aus zwei Aufträgen, einmal der Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte und zum anderen Kampfeinsatz gegen den IS. Auf den ersten Blick erschließt sich mir zumindest der Zusammenhang nicht, auf den zweiten und dritten Blick übrigens auch nicht. Aber gegessen. Kommen wir zu der Problematik der Ausbildung der irakischen Armee. Ich frage mich, woher die Bundesregierung die Gewissheit nimmt, dass kein militärischer Wissenstransfer von der irakischen Armee an die Volksmobilisierungseinheiten geht oder sogar an Islamisten, zumal das sogenannte Train-the-Trainer-Programm eben keine Kontrolle mehr ermöglicht. Ich frage mich, warum keine Zivilausbildungsprogramme zu Minenräumen befördert wird, und zwar über die 4 Millionen Dollar hinaus. Ich frage mich, wie die Bundesregierung Sorge dafür tragen will, dass in der irakischen Armee alle Bevölkerungsteile repräsentiert sind und diese Armee nicht als potenzielles Repressionsinstrument gegen Sunniten und andere Bevölkerungen eingesetzt werden kann. Ich habe hierzu keine zufriedenstellenden Antworten gefunden. Mit Blick im Kampf gegen den IS ist festzustellen, dass der IS territorial besiegt ist, weitgehend gewonnen im Irak und in Syrien. In Syrien weitgehend aufgrund der Kämpfe der syrischen Armee und der SDF im Osten. Aber im Osten, sehr geehrte Damen und Herren, gewinnt der IS gerade wieder Gebiete zurück. Gewinnt sogar Zugang zu Ölquellen, kann sich damit wieder refinanzieren. So der Bericht an den UN-Sicherheitsrat vom 27. Juli 2018. Und trotz der Anwesenheit der SDF-Kräfte. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Hierzu muss man wissen, dass die USA syrisches Territorium, und zwar den Nordosten Syriens, besetzt halten, militärisch besetzt halten, damit erneut das Völkerrecht brechen. Dieses rechtswidrige Verhalten der Amerikaner wird auch bestätigt vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Aber die Amerikaner besetzen nicht nur rechtswidrig das Gebiet, sondern hindern aktiv die syrische Armee daran, den Kampf gegen den IS und andere Islamisten im Osten aufzunehmen. Es ist nachweisbar, dass die USA mehrfach die syrische Armee angegriffen haben. Wenn dann die Regierungspartei, die Regierungsfraktion dahin gehen und im Mandatstext schreibt, in diesem Zusammenhang, ich zitiere, in diesem Zusammenhang werden Maßnahmen auf syrischem Gebiet durchgeführt, da die syrische Regierung weiterhin nicht in der Lage ist, alle von ihrem Territorium ausgehenden Angriffe durch den IS zu unterbinden, dann ist das der Gipfel des Zynismus, sehr geehrte Damen und Herren. Aber dieser Zynismus ist noch ausbaufähig, denn die Bundesregierung unterstützt letztendlich, mindestens politisch, aber wahrscheinlich auch operativ mit der Teilnahme an der IS-Koalition in Syrien, direkt oder indirekt, die völkerrechtswidrige militärische Besetzung Nordostsyriens durch die USA. Mir ist keinerlei Kritik seitens der Bundesregierung bekannt am Verhalten der Amerikaner in Syrien. Nur Schweigen oder aber die abenteuerlichsten Rechtsinterpretationen. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, Russland und Iran befinden sich aber völkerrechtskonform in Syrien, weil eingeladen durch die dortige Regierung. Und dennoch lehnen wir auch deren militärische Präsenz in Syrien ab. Denn auch das russische und das iranische Militär in Syrien tragen nicht zu einer langfristigen Stabilisierung und Befriedung des Landes bei. Syrien muss endlich selbstbestimmte Entwicklung gehen können, ohne Einmischung oder Erpressung durch Drittstaaten, sehr geehrte Damen und Herren. Folgerichtig lehnen wir natürlich den Anti-IS-Einsatz ab. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Oppositionsparteien hier, mögen die Gründe auch unterschiedlicher Natur sein, sind gegen dieses Mandat. Und ich glaube auch in der Regierungsfraktion, insbesondere in der SPD, gibt es viele, die mit der Verlängerung hadern. Ich frage mich, warum die SPD nicht den Mut aufnimmt, gegen das Mandat zu stimmen, und zwar jetzt und nicht erst in einem Jahr. Es liegt letztendlich an den Sozialdemokraten, ob Deutschland fortgesetzt einem rechtswidrigen Handeln sich beteiligt oder aber ihm ein Ende setzt. Danke. Das Wort hat der Kollege Dr. Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.